Silence Becomes Sound, der Podcast von Nivata. Folge 7. Nimm dir Zeit fürs Üben. Abhyasa. Wenn du das Wort Üben hörst, denkst du wahrscheinlich auch erstmal an Anstrengung, oder? Zumindest geht es vielen so, denn wir haben oft gelernt, dass Üben mit Müssen verbunden ist. Vielleicht kennst du auch den Satz, der dir erstmal gesagt wurde und den du dann selber für dich auch verwendet hast. Ich muss jetzt noch üben, ich muss jetzt noch lernen, ich muss mich da jetzt noch ransetzen. Und zum anderen ist das Üben auch oft alleine als das Wort schon und als das Konzept mit Scheitern im Zusammenhang gestellt. Im Sinne von, wenn ich nicht übe, werde ich scheitern. Wenn ich nicht übe, hat das Folgen für mich und vielleicht auch Folgen in der Wahrnehmung anderer über mich selbst. Und wir möchten uns in dieser Folge damit beschäftigen, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt im Yoga, dass wir diesen Zusammenhang, den wir da so in uns spüren, hören und auch gehört haben, anfangen können zu lösen. Dieser Podcast wird zwei Ebenen berühren. Einmal die yogische Ebene und dann einmal die Ebene des Phänomens unserer Zeit. Ich glaube, ich würde gerne mit dem ersten anfangen, denn es hält, glaube ich, das Grundrauschen bereit, auf dem dann die yogische Idee Platz finden kann. Es gibt die Leistungsgesellschaft, in der wir lange waren. Vielleicht sind wir auch noch teilweise in der Leistungsgesellschaft. Da war Üben eine ganz, ganz wichtige Komponente. Also je mehr ich mich anstrenge, je mehr ich arbeite, je mehr ich mich bemühe und dranbleibe, leiste, zeige, desto mehr Wert habe ich in dieser Gesellschaft. Viele von uns sind in dieser Zeit aufgewachsen und wissen wahrscheinlich ganz genau, wovon ich rede. Wir befinden uns jetzt auf einem Übergang und vielleicht sind wir eigentlich auch schon mittendrin von der Leistungsgesellschaft in die Erfolgsgesellschaft. Es geht jetzt also weniger darum, wie viel man leistet, sondern darum, wie groß der Erfolg ist. Und dabei ist es sogar eine Tugend fast geworden, dass man durch wenig Leisten viel Erfolg hat. Einige von uns stehen, glaube ich, so ein bisschen zwischen diesen beiden Gedankensystemen. In dem einen ist man groß geworden und das andere ist sozusagen zunehmende Realität. Und beides konfrontiert uns mit der Frage nach der Übungspraxis. Wie kann eine Übungspraxis aussehen, die um ihrer selbst willen, vielleicht sogar zur Freude für dich, zur Freude für jede Person stattfinden kann? Und unsere Idee ist, dass eine Möglichkeit darin besteht, das Müssen und das Üben voneinander zu trennen. Dass man den inneren Satz, ich muss jetzt noch auf die Yogamatte, hier ist jetzt der Transfer zu der Übungspraxis in unseren vier Räumen oder in den Klassen unseres Lieblingsstudios, indem man den ersetzt durch ich möchte üben und sich einfach, was heißt einfach, also sich durch dieses Umdrehen, dieses Hilfsverbes einen ganz neuen Frieden schenken kann. Und manchmal ist es so, wenn man sich hinsetzt und den Satz für sich sagt, ich muss jetzt noch auf die Yogamatte, und sagt, nee, Moment, ich streiche das Wort mal durch, ich übersetze das, ich möchte jetzt noch auf die Yogamatte. Und dann kurz in sich hört, ein bisschen Zeit vergehen lässt, dass sich dann schon so eine innere Freiheit, einen Frieden und eine Freude einstellen kann. Der zweite Gedanke ist der Erfolg. Warum gehe ich auf die Matte? Wenn ich denke, ich gehe auf die Matte, um irgendwann das und das und das zu erreichen, dann
ist wieder ein Druck mit verbunden und etwas, was uns oft davon abhält, es dann auch tatsächlich zu tun. Was kann hier die Lösung sein? Hier kann die Lösung sein, sich auch wieder gedanklich mit einer anderen Idee zu verbinden. Und zwar nicht so, dass Üben oder das, was ich tue, zwangsläufig zu einem Ergebnis führen muss, sondern dass man sich sagt, Üben ist sozusagen ein lebenslanger Prozess. Und dass man darin nicht etwas spürt wie ja, die altbekannte Sisyphus-Arbeit, ich mache und tue und komme nichts bei rum, sondern dass man es noch weiter entkoppelt vom Ergebnis und sagt, Praxis ist Praxis, Üben ist Üben und das ist Teil des Lebens. Und da mache ich Erfahrungen, vielleicht sogar welche, die mich mir selber näher bringen. Und da passiert etwas, von dem ich aber noch gar nicht weiß, was. Und ich lege das sozusagen in andere Hände. Ich bin dazu da, um zu üben. Ich bin hier auf der Welt, um zu üben. Und ich bin auf der Yogamatte, um zu üben. Und nicht, um ein Ergebnis durch Üben zu erreichen. Und diese beiden verschiedenen Sichtweisen auf das Üben können schon ein Schlüssel sein, die eigene Praxis mit viel mehr Leichtigkeit anzugehen, mit viel weniger Druck. Im Yoga des Patanjali, in den Patanjali-Yoga-Sutren, aus denen haben wir das Wort Abhyasa auch entnommen, gibt es dem Abhyasa ein gegenübergestelltes Wort, Vairagya. Und das sind zwei sich gegenüberstehende Prinzipien, die uns als Yoga-Treibende dabei helfen können, eine regelmäßige und eigene Praxis aufzubauen. Während Abhyasa so viel bedeutet wie Disziplin oder Durchhaltevermögen, also das, was wir in einer gewissen Weise auch mobilisieren müssen, den inneren Schweinehund überwinden, bedeutet Vairagya, dass wir gelassen und entspannt und losgelöst sind. Und wenn wir in dem Wissen, dass diese beiden Prinzipien in den Yoga-Sutren einander bedingen, wenn wir in dieser Gewissheit uns auf die Matte begeben, zusammen mit den Gedanken, die wir in diesem Podcast vorangestellt haben, dann haben wir eine gute Chance, dass wir auf der Matte diese beiden Konzepte zusammenbringen, obwohl sie zunächst erstmal komplementäre Paare sind. Und wenn der Moment der Achtsamkeit noch hinzukommt im Sinne von, wovon brauche ich heute mehr? Das kann ja eine Frage sein, die man sich stellt, wenn man auf die Matte geht. Brauche ich heute mehr Disziplin und Durchhaltevermögen, Abhyasa? Oder brauche ich heute mehr Vairagya? Brauche ich heute mehr, da rein zu entspannen? Dann können wir die Praxis noch mehr zu unseren Gunsten, zu unserem Wohlfühlen gestalten und die Chance, dass wir dann dranbleiben, wächst. Und auch die Chance, immer mehr in Balance zu kommen, wächst. Und diese beiden Konzepte zusammenzuführen und in sich solitär für sich stehen zu lassen, das ist Yoga. Unser Übungstipp für den nächsten Monat ist, und dazu finden wir, eignet sich jetzt die Sommerzeit ganz wunderbar, besteht darin, dass du in deine Yoga-Praxis eine Übung integrierst, die dir nicht so leicht fällt, aus welchen Gründen auch immer. Das sollte noch in einer gewissen Form anschlussfähig sein. Also es sollte jetzt keine Übung sein, die nicht geht oder die massivste Widerstände in irgendeiner Form hervorruft, sondern eine Übung oder eine Übungsgruppe, manche haben es ja so ein bisschen mit der Vorbeuge oder der Rückbeuge, wo du in den Klassen oder auch in deiner Praxis öfter denkst, hui, jetzt kommt die Übung. Dass du dir diese Übung, eine davon aussuchst und für die nächsten 4 Wochen in deine Praxis integrierst. Und dass du diese Übung erst, nachdem du andere Übungen gemacht hast, die dir Freude machen und die dir leicht fallen, praktizierst.
Und dann, als würdest du in ein Labor gehen, in ein Experimentierlabor, dich auf deine Matte zurückziehen mit dieser einen Übung und den Wohlfühlübungen drumherum. Und diese Übung über einen Zeitraum von einem Monat praktizierst und schaust, wie sich das verändert, wenn du mit Disziplin und mit einer gewissen Portion Leichtigkeit und Gelassenheit dranbleibst. Wenn du gerne schreibst, dann mach dir ruhig Notizen. Wie ging es mir heute mit der Übung? Und vielleicht ergibt sich ein Bild nach diesem Monat, wo du draufschauen kannst und für dich feststellst oder feststellen kannst, was Üben in deinem Leben für dich bereithält. Wir wünschen damit viel Freude und freuen uns wie immer über Feedback von dir, wie es dir damit ergangen ist. Dhanyavad Prem und Om. Take a little time and let the time take me away. Silence becomes sound. Der Podcast von Nivata. And every little thought that I think up is like a candle to the wind. I let the flame flicker on and if it goes out, I light it again.